Moin zusammen. Ja, meine Falten werden immer größer, meine Sorgen auch. Ich möchte hier mal mitteilen, die Sache der Brandschutzregelung im Rathaus. Der Fassbinder hat von alleine die Bestuhlung für die Greifswalder Bevölkerung rausgenommen. Ich persönlich war bei der Feuerwehr gewesen, habe ein nettes Gespräch gehabt mit dem Oberbrandmeister der Hansestadt Greifswald. Er hat mir erklärt, wie die Bestuhlung sein kann und hat mir auch gleichzeitig gesagt, die Bestuhlung, wie sie jetzt ist, stimmt so nicht. Die Hansestadt Greifswald, Herr Fassbinder, hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das hier sind Brandschutzregeln. Da bin ich letztes Mal aufgestanden, habe meine Meinung dazu gesagt, war sehr aufgeregt. Fakt ist, dass wir einen Bürgermeister haben, der selber bestimmt, was er gerne machen möchte und was nicht. Die Ostsee-Zeitung spielt ihn richtig in die Hände. Die kriegen wahrscheinlich ihre Artikel aus dem Rathaus von Herrn Fassbinder. Und das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Ich war ein zweites Mal bei der Berufsfeuerwehr in Greifswald, wollte eine Auskunft haben über ein Grundstück in Ladebo. Dort wird von einem, ja, wie soll ich mal sagen, von einem bunten Menschen dieses Grundstück betrieben. Und es wird massive Lautstärke oder Feiern werden da getätigt, wo sich die Anwohner beschweren. Dieser Typ hat gesagt, er hat die Stadt hinter sich und das Ordnungsamt und er kennt Herr Fassbinder gut. Ich sage ganz ehrlich, dieser Typ kennt uns nicht. An der Sache sind wir richtig gut dran. Ich war bei der Berufsfeuerwehr das zweite Mal, wollte eine Auskunft haben über Brandschutzregelung. Da hat man mir gesagt, Herr Leonard, setzen Sie sich hin. Ist okay. Hat man mich angegrinst und hat gesagt, Herr Leonard, ich darf Ihnen keine Auskunft mehr geben. Ich sage, das wollte ich hören, sage ich. Ich sage, ich wusste es. Wir hatten ein nettes Gespräch in der Feuerwehr Greifswald und ich sage, nun sagen Sie mir doch, wer hat Ihnen den Auftrag gegeben? Ich sage, kommt doch bestimmt aus dem Rathaus, ne? Darf ich nicht, aber, ne? Okay, ich sag's Ihnen. Ich sage, Herr Fassbinder war es, ne? Ja. An der Sache sind wir ganz, ganz groß dran, das verspreche ich euch. Und bei der nächsten Sitzung wird es hier richtig rappeln im Rathaus. Darauf könnt ihr gefasst sein. Wir sind auch an einer Sache dran mit der Tierrettung Vorpommern-Greifswald. Jeder weiß, was hier passiert ist am Wochenende. Und wir werden das auf unserer Facebook-Seite alles ausschlachten, was der Herr Fassbinder hier für eine Scheiße baut. Ich rede immer Klartext, Entschuldigung. Was hier in der Stadt verkehrt läuft, dafür ist die IBG da, um euch allen zu zeigen, was hier abläuft in dieser Stadt. Das kann nämlich überhaupt nicht sein. Fakt ist, sie haben Angst vor uns, sie beschmeißen uns mit Anzeigen, 10.000 Euro aus dem Rathaus. Sie laden mich ein beim Staatsschutz, sie laden mich ein bei der Polizei, sie wollen uns oder mich als Führungsmitglied mundtot machen. Ich sage euch ganz ehrlich, sie können mich am Arsch lecken. Die IBG Greifswald, liebe Greifswalder, liebe Freunde, hat massive Geldprobleme. Ich sage euch ganz ehrlich, ich sollte es heute hier nicht sagen, aber ich bin Führungsmitglied, ich darf das sagen. Helft uns bitte heute mit einer finanziellen Unterstützung. Wir haben massive Probleme, massive Geldprobleme, um unseren Wahlkampf fortzuführen. Und der Wahlkampf kostet zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Die Greifswalder Firmen, ich bin sie abgelaufen 2 Wochen lang. Sie hängen selber alle am Tropf. Denen geht's selber schlecht. Und wem können wir das verdanken? Dieser grünen Scheißpolitik. Die IBG wird hier antreten und morgen in der Ostsee-Zeitung steht wieder drinne, wie sie über uns hetzen, wie sie über Grit hetzen, wie sie über Gamal hetzen. Lass sie doch hetzen. Die OZ brauchen wir nicht. Wir marschieren auch alleine ohne die OZ rein. Dankeschön. Schönen Abend.